Hallo zusammen, zurück bei Song of Horror. Ich werde jetzt hier nochmal in diesen einen, nee, hier nicht, in diesen einen Raum gehen, den ich da neu entdeckt hatte. Ich glaube, da ist noch irgendwas zu holen. Also, irgendwie bei dieser Kurbel, vielleicht können wir die irgendwie mitnehmen, weil da stand ja, die ist irgendwie zu fest. Aber wir können ja diesen komischen Bottich da nicht bewegen. Ich weiß gerade gar nicht, war das hier? Das war hier. Hier, der hier. Gott, konnten es jetzt mitnehmen, dann gehe ich jetzt mal zu diesem ollen Bottich. Da ist er. So, dann gucken wir mal. Okay, super. Jetzt ist das Ding eingefettet. Kann ich jetzt da noch was machen dran? Nee. So, okay, dann setzen wir das Ding mal da ein. I'm gonna have to cross that tunnel, right? Ja, und ich glaube, ich weiß auch schon wo, und zwar in dem ersten Raum. Sehr gut, ich doch wieder. Habe ich noch beim letzten Mal nicht ganz verstanden, wie man das jetzt machen soll. Aber das ist nicht schlimm. Ich meine, dann tauchen wir da jetzt wieder auf. Gucken wir mal, ob wir die Kurbel wieder haben. Also das ist so ein bisschen tricky bei dem Spiel, die ganze Geschichte. Die Beschreibung ist immer so ein bisschen bla bla. Was man nur endgültig machen soll. Und ja. Schauen wir mal, haben wir jetzt hier die eingefettete. Ach nee, braucht man ja nicht. So, jetzt sind wir hier in der Küche. Da war das Vieh. Okay, dann haben wir also in dieser Episode wieder diese Geschichte mit dem Luftanhalten. Kennen wir schon, hat beim ersten Mal schon nicht funktioniert. Wenn man hier konstant nicht ständig die Charaktere verlieren will, dann sollte man das so einstellen, wie ich das habe. Sonst könnte es schon frustrierend werden.
Ja, dann ab rein mit dir. I hope I never have to cross that tunnel. So, müssen wir irgendwas reinmachen. Feuer wahrscheinlich. Kochbuch. Ein Tisch, wo drunter wir uns verstecken können. Also das ist eins, das habe ich noch einigermaßen hingekriegt immer. Die Geschichte mit dem Verstecken. Unter Luft anhalten oder nicht bewegen. Aber das eben, das ist echt schwierig gewesen. Das war ein Zinsschlüssel. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon irgendwie verwenden können. Kann ich hier Holz mitnehmen? Nö. Was haben wir hier für ein Fetzen? Er? Er wurde gereinigt. Ich muss mich nicht fürchten. Seine Knochen werden sich in diesem Ofen in Staub verwandeln. Denn ich werde nicht zulassen, dass er woanders hingebracht wird. Das sollte ausreichen, um die Stimmen zum Schweigen zu bringen. Alles ist gut. Ich muss mich nicht fürchten. Ich muss seinen Altar fertigstellen und ruhig bleiben. Ich darf keine Angst haben. Mein Glaube darf nicht wanken. Na, geht nicht. Oh, jetzt ja. Ein Haufen Gerümpel. Jetzt an der Stelle, wo der andere war. Mit silbernem Schloss. Sieht fast so aus. Hier waren wir ja im Prinzip schon mit Hascha. Allerdings scheinen hier jetzt alle Türen zu sein. Ja, das kennen wir doch schon. Hier ist doch dieses Rohrsystem. Trotzdem, ob hier vielleicht irgendwas Neues für uns jetzt rumliegt, was beim Hascha nicht war. Was rumpelt hier? Was sie nimmt das jetzt mit?
Der andere hat es ja liegen lassen. Warm in this room. Someone lit the brazier. Damit können wir das Feuer anzünden. So, gehen wir mal dahin zurück. Wo war das? War das hier? Ne, das war, glaube ich, eine Tür, die zu ist, genau. Mm-mm. Da haben wir den. Achso, wir müssen erst was reinlegen. Naja, gut, ich glaube nicht, dass wir diesen Ohrenlappen da. Können wir das da reinpacken? Nee. Der Lappen wahrscheinlich auch nicht. Der wird wahrscheinlich zu nass sein. Na gut, dann können wir hier doch noch nichts weitermachen. Dann fehlt hier noch was. Ach, hier sind wir jetzt, alles klar. Dann schauen wir mal nochmal uns weiter um.
Na, wen haben wir denn da oben? I bet that's him. Husher must be up there. Na, müssen wir nur irgendwie da hochkommen. Hier scheint aber auch nichts weiter zu liegen. Warum sind hier so viele Spiegel eigentlich? In jeder Ecke sind Spiegel. Tot. Oh, hier ist was. Na gut. Also, bla bla. Also um dieses Feuer anzufachen, brauchen wir irgendwas zum Anheizen. Vorzugsweise Holz. Ich habe da zwar einen Stapel Holz gesehen, aber das wollte sie irgendwie nicht mitnehmen. Ach, hier fehlt ja der Schlüssel. Das war auch die falsche Tür. Das auch zu. Da ist zu. Das war, glaube ich, wo diese Olle, wo die Klos sind. Ach nee, hier waren die Toiletten. Und was war das für eine Tür? Ach, der warme Raum. Aber gibt es dann hier nicht sowas wie Holz oder so? Wir müssen irgendwie diese Kiste. Da kann man sich verstecken, okay. Hier tropft es einfach nur. Da sagt sie wieder, Leitungssystem ist ein Albtraum. Da kann man nicht rein, da war die Tür zu. Da fehlt ein Schlüssel. Kann man nicht irgendwo dieses Holz mal mitnehmen? Auch ein Schlüssel. Ich glaube, den haben wir nicht. Na ja, genau, ein silberner. Wir haben einen Messingschlüssel. Wieso nimmt sie nicht dieses Holz einfach mit? Sie hat einen Schlüssel mitgenommen, sind nur noch Knochen da. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Ding irgendwie kombinieren muss mit dem da. Nee, ist Quatsch. Ein alter Eisenflamme ziemlich schwach. Naja, wir müssen da irgendwas reinpacken. Wir kommen aber nicht mehr zurück. Kann ich das Ding irgendwie kombinieren mit dem? Nein. Und das war ja auch Quatsch. Was will sie dann also nun verbrennen?
unten irgendwelche. Da ist das Olle. Da ist die Kurbel. Da ist auch nichts mehr weiter hier in diesem Raum. Irgendwie so alle möglichen Sachen kombiniert, ne? Nee, brauchst du auch gar nicht. Ich glaube, hier ging ja die Tür nicht auf. Aus Eisen. Das kann natürlich sein, dass das von der anderen Seite ist, ne? Ein Eisenschlüssel fehlt uns ja auch. Ich hätte jetzt gedacht, man kann hier irgendwie hochgehen, aber das funktioniert nicht. Ich glaube auch nicht, dass diese Tür jetzt hier begehbar ist. Nee. Da ist aber noch was zu hören. Na gut, ich schaue mich hier nochmal um nach was Brennbarem. Vielleicht kriegen wir den Ofen in Gang. Und dann beheizen wir den beim nächsten Mal. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.